Dum-di-dum-di-dum. Da wollte ich jetzt aber nicht rein. Ich will kämpfen! Alle und Heilung. Heilung, die wir noch nicht nötig haben, zum Glück. Tale, gib mir Tale. Und noch mehr Tale. Es gibt übrigens auch besondere Fähigkeiten. Hier die Abilities, die werden zwar nochmal erklärt. Aber Abilities sind spezielle Attacken oder Aktionen, die wir durchführen können. Da sind sehr interessante dabei. Das werdet ihr aber später im Verlauf dieses Let's Plays noch sehen, liebe Leute. Ich schreite jetzt einfach mal weiter voran und hau die nächsten Schattenlurche weg. Geld, gib mir Geld. Danke. Und den noch. Ups, da kommen wir noch nicht dran. Weil dafür gibt es nämlich, aua, spezielles Ability, das wir brauchen, um da ranzukommen. Kriegen wir aber erst ziemlich spät im Verlauf des Spiels. Zwei weitere aua, Splitter. Zwei weitere aua. Ja, das ist auch schön. Zwei weitere aua. Finde ich gut. Au! Wir stehen neben denen und der zieht mir trotzdem Gesundheit. Ist nicht nett. So. Wie ihr merkt, wenn Kampf ist und wenn kein Kampf ist, ändert sich auch je nachdem immer die Musik. Haus der Welpen. Gehen wir mal rein. Hier auch nicht. Das kann eine Weile dauern. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, wenn ihr im Dunkeln tappt. Die 99 Welpen wurden über viele Welten verstreut, als ihre Welt zerstört wurde. Finde und rette sie. Super, wir sind gleich direkt hier gelandet. Auch schön. Wohnzimmer. Ja, ihr seht auch, die 101 Dalmatiner sind mit von der Partie. Also hier sind ziemlich viele bekannte Gesichter vorhanden. Auch ihr habt ja schon gesehen, Jiminy Grille von Pinocchio. Oder auch Chip und Chap. Die sind auch dabei. Donald und Goofy natürlich nicht zu vergessen. Mickey und Minnie. Daisy. Alles bekannte Gesichter von Walt Disney. Alle dabei. Die Hintergasse. Miau. Hallo. Da wollen wir noch nicht hin. Wir gehen jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Ich weiß, es ist jetzt ganz toll. Aber ihr kriegt jetzt mal was anderes zu sehen, außer ständigen Kämpfen. Muss auch mal sein. Privatzimmer. Das ist auch schön. Man könnte auch glatt sagen, es ist das Hundeschlafzimmer. Ja, wir wissen jetzt Bescheid. Wir können jetzt in den verschiedenen Welten die Welpen retten. 99 Stück an der Zahl. Und jetzt, wenn wir rauskommen müssten, die... Jo, sie sind wieder da. Die Lurche! So Lurch auf Arsch! Aua! Dieser Spruch stammt übrigens nicht von mir, sondern vom lieben Gronkh. Das ist mir durchaus bewusst. Bei mir heißen sie jetzt die Schattenlurche auf Ass. Schattenlurche auf Ass. Ach man. So, nochmal ein paar Taler für uns. Ups. Da kommen wir nicht hoch. Aber wir müssen hier dann entlang gehen. Und hier kommen weitere Schattenlurche. Hier gibt es übrigens auch ein Rätsel, was ihr gerade eben gesehen habt mit den Glockensymbolen. Das Rätsel müssen wir auch noch lösen, aber nicht jetzt. Das erfolgt, glaube ich, beim... zweiten Besuch, glaube ich. Also diese Welt, die Stadt Traverse, werden wir noch öfters sehen. Nicht nur einmal. Ich glaube insgesamt viermal im Verlauf der Story. Glaube ich. Viermal. Ja, ich glaube viermal. Wie gesagt, ich habe sonst zur Not das Lösungsbuch hier liegen. In der Nähe. Jederzeit griffbereit. Bloß, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, das rauszuholen. So, einen weiteren Luzidsplitter. Das ist sehr schön. Jetzt... Ah! Noch mehr von denen. Aha! Schattenlurche, ihr Schweine! Einfach wegkloppen. So. Okay, 6 Taler. Wir haben 65 Taler. Also ihr seht, an Geld ranzukommen ist hier nicht allzu schwer. Hä? Jetzt sind sie sogar hier. Okay. Double Kill! Was wollt ihr von mir? Ich hab doch nichts. Außer ein Herz. Ihr wollt Herzen, ihr Schweine. So, den haben wir auch erledigt, liebe Leute. Und wie ihr seht, die Barriere hier ist jetzt weg. Wir können jetzt hier runtergehen. Wow, wow, was ist denn hier? Wow, was ist denn hier los? Luzidsplitter. Oh, sauber. Schweinerei. Vor allem finde ich es das schön, dass man das immer wieder hört, wenn ein Item runterfällt.
dann hört man immer wieder so ein spezielles Geräusch. Müsst ihr unbedingt mal drauf achten, wenn wieder ein Item runterkommt. Den Taler wollte ich ganz gerne noch haben. Können wir hier unten noch weitere Gegner abstauben? Tatsächlich. Cool. Jeden Gegner mitnehmen, den wir kriegen können. Wie gesagt, es geht ums Aufleveln, weil im späteren Verlauf des Spiels wird das ziemlich wichtig sein, wie hoch wir gelevelt sind. Und gerade wenn die Bosse stärker werden. Und nicht nur die Bosse, sondern auch die einfachen Gegner werden natürlich stärker, ist ja klar. Weil wir können ja nicht die ganze Zeit nur gegen Schatten durchkämpfen. Ihr habt ja schon gesehen, ein stärkerer Gegner zum Beispiel wird der Klappersoldat sein. So, hier sind doch noch welche. Ich wollte gerade sagen, hier sind keine anscheinend, schade, aber ihr seht ja. Das sind locker 3 oder 4 Schattenlurche. Jetzt sind es nur noch 2, jetzt ist es nur noch 1. Okay, jetzt ist es kein Ende. Und ihr habt es gerade leider nicht gehört, wie sie runterkommt, weil Sora war einfach schneller. Noch verschlossen. Ja, schön. So, gucken wir hier noch. Ah, hier sind auch noch welche. Sehr schön. Glück gehabt. Wow. Komm, ich hau dich auch nochmal weg. So. Okay, jetzt haben wir alles. Wir haben nochmal weitere 3 Taler gekriegt. Ey, wow. Super. Schön. Toll. Super. Wir gehen nochmal in den Accessoire-Laden. So, jetzt speichern wir nochmal? Ich weiß es, ich rede nochmal mit dem Obi hier. Immer noch nicht gefunden? Kopf hoch. Sieh dich doch einmal, noch einmal in der Stadt um. Was brauchst du? Ich will einkaufen, reden wir ein bisschen, auch gar nichts. Was hat er denn so? Also, was darf sein? In Ordnung. Poteskette, Feuerring, Eisring, Blitzring, Fleißring? Okay. Können wir uns alle nicht leisten. Ihr seht ja, wir haben gerade mal 108 Taler. Ich will etwas verkaufen. Ist gebongt. Wir haben nichts. Vergiss es. In Ordnung. Komm bald wieder. Ja, ist klar. Wir speichern. 108 Taler, Level 8. Fast 2 Stunden gespielt. Wir nehmen jetzt auch 52 Minuten auf, sehe ich gerade. Das Ende der ersten Session steht bevor, liebe Leute. Oh, Katze. Die tauchen einfach aus dem Nichts auf. Wer bist du? Und sie kommen immer wieder auf dich zu, solange du das Schlüsselschwert schwingst. Aber warum? Warum sucht es sich einen wie dich aus? Hey, was soll das heißen? Ach, vergiss es. Zeig mal das Schlüsselschwert her. Was? Das kannst du dir abschminken. Bitte. Ganz wie du willst. Geiles Schwert, Kollege. Ja, wie ihr seht, er kämpft mit Feuer. Wahrscheinlich werden das die Final Fantasy-Kenner, wie ihr wissen, weil auch er ist ein Charakter der Final Fantasy-Reihe. Fick dich. Einfach mal geheilt. Einfach so. Wo ist er denn? Ach da. Vergiss es. Aha. Komm schon. Yes! 30 Punkte Bonus. Geil. Ich verliere. Das kann doch, nicht. Das kann sein. Aha. Na, warte. Gleich bist du. Oh, du lässt nach, Leon. Er hat noch Schonfrist. Scheint alles schlimmer zu sein, als wir dachten. Viel schlimmer. Ja. Donnerwetter, ist völlig verlassen hier. Ganz schön gruselig. Unsinn, das ist nicht gruselig. Entschuldigung, hat euch der König geschickt? Komm schon, Faultier. Wach auf!
Alles okay? Glaub schon. Die dich da angegriffen haben, sind hinter dem Schlüsselschwert her. Aber eigentlich wollen sie dein Herz, weil du das Schwert schwingst. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Kairi. Kairi? Wen meinst du? Ich bin die süße kleine Yuffie. Hm? Hast es wohl ein bisschen übertrieben, Squall. Ich bin Leon. Das Schlüsselschwert. Ja, wir mussten es dir wegnehmen, um diese Typen loszuwerden. So haben sie dich übrigens auch aufgespürt. Nur so konnten wir dein Herz vor ihnen verbergen. Das funktioniert aber nur für kurze Zeit. Ist trotzdem kaum zu glauben, dass du von allen der Auserwählte bist. Naja, wer arm dran ist, kann nicht wählerisch sein. Könnt ihr nicht mal Klartext reden? Was ist hier los? Ihr wisst, dass es neben eurem Schloss und dieser Stadt noch viele andere Welten da draußen gibt, oder? Ja. Aber das sollte doch ein Geheimnis sein. Das war es auch, weil es zwischen ihnen keine Verbindung gab. Bis jetzt. Als die Herzlosen auftauchten, hat sich alles verändert. Die Herzlosen? Die dich angegriffen haben, weißt du noch? Die, die kein Herz haben. Die Dunkelheit im Herzen der Menschen, das zieht sie an. Und es steckt Dunkelheit in jedem Herzen. Hey, hast du mal von einem Typ namens Ansem gehört? Ansem? Er hat die Herzlosen erforscht. Und er hat alles genau in einem Bericht aufgeschrieben. Donnerwetter! Dürfen wir mal sehen? Die Seiten sind überall verstreut. Verstreut? Über viele verschiedene Welten. Oh, dann sucht der König vielleicht danach. Ja, genau das glaube ich auch. Wir müssen ihn schnell finden. Warte! Zuerst muss er den Schlüssel. Genau, das Schlüsselschwert. Also, das ist der Schlüssel. Ganz genau. Die Herzlosen fürchten das Schlüsselschwert. Deswegen sind sie auch wie der Teufel hinter dir her. Ich hab nicht darum gebeten. Das Schlüsselschwert erwählt seinen Meister. Pech für dich. Tja, so sieht's aus. Wie ist das alles passiert? Ich weiß noch, dass ich in meinem Zimmer war. Moment mal, was ist mit meinem Haus, meiner Insel? Rico, Kairi. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Der ist ehrlich, der Mann. Auch die drei Charaktere natürlich beliebte Charaktere aus der Final Fantasy Reihe. Aber ich denke mal, die Experten unter euch, was Final Fantasy angeht, dürften das längst erahnt haben. Ups, das Bild wollte ich nicht angreifen. Früher um 18 Uhr, von der Zeit verweht. Super. Vom Winde verweht. Ja, ist klar. Und wir können hier speichern im Zimmer Waldrian. Und ich glaube, liebe Leute, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um die erste Session zu beenden. Ich sehe nämlich gerade, wir haben jetzt knapp 58 Minuten aufgenommen. Ihr seht, hier ist eine Menge los. Wir haben jetzt erfahren, wer diese Gegner sind, die uns die ganze Zeit verfolgt haben. Nämlich die Herzlosen. Und glaubt mir, wenn ihr glaubt, das war jetzt schon alles, kann ich euch sagen, ihr irrt euch. Es kommt noch viel, viel, viel mehr. Doch das, liebe Leute, werdet ihr dann sehen in der zweiten Session von Let's Play Kingdom Hearts 1. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr immer das gucken werdet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt bitte einen Daumen nach oben und auch ein netter Kommentar von euch wäre toll. Ihr müsst natürlich nicht kommentieren, aber es wäre schon schön. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als ich speichere nochmal. Ich speichere einfach nochmal, weil ich es kann. Und ja, mir bleibt dann nichts weiter mehr zu sagen, als euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss.